meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem DM-Haul von mir. Hat ja lange nicht mehr gegeben, außer ihr habt vielleicht mein letztes Video gesehen, wo ich euch live im DM mitgenommen habe. Da habe ich nämlich diese Sachen eingekauft, die ich euch heute so ein bisschen genauer zeigen möchte. Und wer das Video gesehen hat, weiß, dass ich 260 Euro ausgegeben habe. Also bis zu diesem Zeitpunkt jetzt hier, wo ich das Video drehe, weiß mein Mann das noch nicht, dass ich 260 Euro beim DM einfach so ausgegeben habe. Ich bin auf jeden Fall auf seine Reaktion gespannt. Er wird sagen, warum hast du das da alles gekauft? Ich habe doch gesagt, nur das, was du brauchst. Aber man braucht doch alles, ne? Sonst würde man es ja nicht kaufen. Also ja, liebe Männer, wir kaufen nie, was wir nicht brauchen. Ja, ja, aber ich meine, ich habe auch gut eingekauft. Ja, ich habe auch Sachen für die Haarpflege gekauft, Gesichtspflege. Ich habe auch was für ihn gekauft, ne, so Alibi geschenkt, damit er nicht böse ist. Fürs Baby habe ich Sachen eingekauft, Putzmittel und so weiter. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich alles und würde mal sagen, starten wir gleich und legen los. Also, als erstes habe ich mir mal zwei Pakete von meinen Lieblingsslip-Einlagen. Ich nehme gerne die, die mit dem frischen Geruch, das sieht schon so aus, die sind normal. Also quasi normal, es gibt ja auch welche für Stringtangers und ich glaube, gibt es nochmal ganz dünnere. Ja, keine Ahnung, aber ich kaufe halt gerne die normalen, die sind sehr, haben einen sehr, sehr guten Tragekomfort. Dann das Hauptprodukt, warum ich eigentlich zum DM gegangen bin, Feuchttücher. Ich habe Feuchttücher gekauft. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich sie gekauft habe. Aber stellt euch vor, oder es ist mir auch schon mal passiert, ich gehe für etwas los zum DM und komme dann mit vielen anderen Sachen zurück, aber nicht mit dem Hauptprodukt. Kennt ihr das? Ist das schon mal passiert? Schreibt es mal unter die Kommentare. Es ist einfach so ein Klassiker, das ist mir schon sehr oft passiert. Und ich kaufe gerne die Feuchttücher von der Marke Pampers. Ich kaufe da immer entweder die Sensitive oder die Pure Aqua. Die Pure Aqua sind einfach nochmal einen Ticken besser, weil die sind quasi nur mit Wasser oder 99,9% Wasser. Aber die kosten halt 0,04 Cent das Tuch und das 0,02. Und ich habe auch die Feuchttücher von der Marke Baby Love, also von der Eigenmarke von DM auch mitgenommen. Es sind eigentlich keine Feuchttücher, das sind die feuchten Waschlappen. Die sind auch ein bisschen teurer, aber die sind so, so gut. Also es sind eigentlich eine Waschlappe, man kann das Kind damit am Gesicht waschen und so ein bisschen am Körper. Also zur täglichen sanften Reinigung von Kopf bis Fuß. Aber ich nutze das eigentlich hauptsächlich als normales Popo-Feuchttuch. Dann habe ich dort ein richtig cooles Shampoo entdeckt, beziehungsweise zwei. Ich hätte von derselben Marke, da habe ich gleich zwei mitgenommen. Ich muss nur schauen, wo das in der Tüte irgendwie weiter unten ist. Aber das hier fand ich richtig gut von der Marke Salt House, also Totes Meer Therapie. Das ist so ein Antifett-Shampoo für schnell fettende und problematische Kopfhaut. Ich und meine Kinder, also der Patrick und auch die Michelle, wir haben so Mischhaut. Ja, Haut hat man ja nicht nur im Gesicht, sondern auch am Kopf natürlich. Und wenn man so im Gesicht so ein bisschen ein schnell fettendes Gesicht hat, dann hat man es natürlich auch am Kopf. Und wir sind so der Typ, der haben also auch ein bisschen schnell fettende Haare. Und da hat mich dieses Shampoo halt angesprochen. Deswegen habe ich es mitgenommen. Also für mich und für die Kids. Der Patrick wird es wahrscheinlich nicht nutzen, weil der Patrick ist so ein typischer Mann. Er hat so sein Shampoo gefunden, das funktioniert bei ihm gut und das nutzt er dann immer. Und zwar das hier. Das ist Patricks Shampoo. Das habe ich deswegen nochmal nachgekauft. Er mag das total gerne. Das Head & Shoulders mit Zitrone. Das ist nämlich für fettiges Haar. Und das habe ich ihm einmal gekauft und er findet das so gut, dass er immer das nutzt. Von derselben Marke, die ich euch vorhin gezeigt habe, Salt House, habe ich dann auch dieses Shampoo für die Michelle mitgenommen. Und zwar steht da Anti-Juckreiz-Shampoo. Die Michelle hat ja so ein fettige, aber auch trockene. Und durch dieses Trockene juckt es natürlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie mir dann sagt, ob es dann hilft gegen den Juckreiz. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls ihr das möchtet. Auf jeden Fall war das Shampoo jetzt nicht so günstig. Gehört auf jeden Fall zu eher zu den teureren. Bleiben wir dann gleich in der Haarabteilung. Ich habe für die Mädels, also für die Lara und für die Luisa, Sprühkur gekauft. Ich mache das immer so bei den Mädels, wenn ich ihre Haare bürste in der Früh, dass ich da immer so ein paar Spritzer Sprühkur reinmache. Und dann kann ich die Haare viel, viel leichter kämmen. Ich hatte die letzten schon mal, also nicht genau diese, aber andere, so, es war so eine Summer Edition, die hat so sommerlich gerochen, sehr, 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 sehr angenehm. Und ich war so zufrieden damit, dass ich jetzt einfach nochmal, ja, auch von Gliscor welche gekauft habe. Da gab es so einen Doppelpack und die riechen meistens sehr, sehr gut, egal welche. Mal schauen kurz. Sehr angenehm. Ich liebe Gliscor einfach. Der hat wirklich, wirklich tolle, ja, Sprühkuren.
Und das ist so ein Wiedererkennungswert. Ich finde, nur Gliscor riecht so wie diese Sprühkur jetzt. Gut, dann habe ich mir auch ein Haarspray gekauft. Ich habe schon Ewigkeiten kein Haarspray mehr gekauft für mich. Ja, warum auch immer. Ich trage mir die Haare meistens lange off, also so lange offen. So. Aber wenn ich mir einen Mama-Dutt mache, dann habe ich da jetzt so Babyhaare, die so wegstehen, weil ich hatte so typischen Haarausfall, nachdem das Baby auf die Welt kommt, dies, das. Und jetzt habe ich da so Babyhaare, die so irgendwie so lang sind und dann stehen die so komisch. Ich schaue aus wie so ein Insekt. What? Deswegen ist ein Haarspray recht praktisch, wenn man die mal so ankleben will. Deswegen habe ich mir das genommen. Ich habe jetzt nicht so ein extrem krasses genommen. Ich habe 4 Stufe, also von der Marke Taft, 4 Stufe 4 und Glanz. Für die Lara und die Luisa habe ich auch ein Shampoo gekauft von Balea. Ich finde, die Balea-Shampoos sind recht gut, gerade für so, ja, sag ich mal, einfache Haare. Wenn man jetzt keine Problemhaare oder sonst irgendwas hat, gehen solche Shampoos richtig gut. Für die Lara habe ich für ihre super langen Haare Beautiful Long Shampoo genommen. Und für die Luisa Traumlocken, weil die Luisa hat ja mega, mega schöne Locken. Und wenn man die Locken nochmal zusätzlich pflegt, dann sind die ja noch schöner. Und für die Luisa habe ich das noch auch mitgenommen. Das war da daneben. Das ist so eine Styling Cream. Ich meine, da ist es ein Hitzeschutz dabei. Die Luisa braucht keinen Hitzeschutz, weil, naja, beim Haare föhnen, ne? Kann man das dann gebrauchen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass die Luisa das dann, dass ich das ihr so ein bisschen in ihre Haare reinmache. Dann kann ich ihre Löckchen dann auch ein bisschen besser föhnen und durchbürsten. Also, wisst ihr, was ich meine? Ne? Ein bisschen so nach dem Haare waschen, dass das so reingeben und dann föhnen ist so ein Hitzeschutz. Also eigentlich super gut. Und mein liebstes Trockenshampoo, das habe ich mir jetzt seit letztens wieder mal nachgekauft, weil ich ein anderes hatte von Pomelo und es ist leer gegangen. Deswegen habe ich mir eins einfach aus der Drogerie mitgenommen. Was ich auch super finde, dass da so, ja, für bestimmte Haarfarben es gibt, blond, brünett und dann ganz dunkel. Und ich habe einfach das, ja, das mittlere genommen. Und es ist wirklich gut, dann hat man keinen weißen Rückstände. Man kann damit locker ein-, zweimal Haare waschen, skippen. Von der Haarpflegeabteilung habe ich dann noch das hier gefunden. Ich habe das schon so oft gesehen und habe mir gedacht, was ist das? Das schaut so spacig aus. Haarmasken, das sind Haarmasken. Und da ist ein Cap dabei. Also richtig cool. Ich habe auch nicht gewusst, ich habe erst drauf gelesen. Also ich vermute mal, dass hier unten die Maske drinnen ist und hier oben einfach das Cap. Und man macht sich das in die Handtuch trockenen Haare, gehe ich mal davon aus, oder? Oder nein. Verwende deine Tatzen, um die Haarmaske anzuwenden und setze deine Unicornhaube auf. Naja, jetzt ist halt die Frage. Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Verwendet man das so wie die Pomelo-Haarmasken auf dem trockenen Haar auftragen und dann ausspülen? Oder verwendet man das wie zum Beispiel so eine Haarmaske auf dem Handtuch trockenen Haar? Dann die Haube drauf und dann wieder auswaschen? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wie so eine Pomelo-Haarmaske. Ich gehe mal stark davon aus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das für die Michelle mitgenommen und das für mich. Die ist so Moisturizing und Hydration-mäßig und die ist so mehr für Glanz, Smooth and Soft. Also Flamingo für mich und für die Michelle Unicorn. Yay. Bin auf jeden Fall gespannt, wie die Haarmasken aussehen. Ich kann euch gerne ein Bild einblenden und ein bisschen Videomaterial, weil sich das beim Auftragen, dann beim nächsten Haare waschen. Filmen. Ich habe dann noch was richtig Cooles in der Haarpflegeabteilung gefunden. Und zwar dieses Haarspray hier, beziehungsweise dieses Haarölspray. Das hat mich richtig interessiert, weil man kennt ja dieses Haaröl immer, das ist so in einer Tube und das ist halt immer so, ja, mit so Pumpstößen. Da kann man oft zu viel erwischen und dann hat man leicht schnell Fette, als würden sie fettig ausschauen, aber hier soll es angeblich nicht so sein. Ein schwerelose Pflegeformel ohne zu fetten. Spezielles Sprühsystem. Schauen wir mal. Oh, boah, das riecht ja richtig gut. Und man merkt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber sofort ein anderes Feeling. Machen wir das gleich auf der Seite auch. Das riecht so gut. Wow. Mit Rosenblütenöl. Das ist eine absolute Kaufempfehlung. Das war, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Ich glaube, das ist jetzt mein Lieblingshaarprodukt. What? Richtig geil. Dann habe ich auch eine Nachfüllseife für uns gekauft. Ich habe Himbeere und Magnolie genommen. Ja, ich versuche da immer ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also ich kaufe sehr oft Balea. Wir haben so einen von Ikea, so einen Seifenspender. So, weiter geht's. Ich habe meine aktuell liebste Zahnpasta auch nachgekauft. Ich kaufe jetzt nämlich immer gerne
die von Elmex, die Opti Schmelz. Fragt ihr mal einen Zahnarzt. Elmex ist eine sehr, sehr gute Marke. Also wirklich egal, welche Zahnarzt, ob jetzt für uns Erwachsene oder für die Kinder, alle haben mir gesagt, Elmex ist eine gute Marke. Deswegen kaufen wir auch bei den Kindern immer Elmex. Egal, für Teenager, die von 6 bis 12 Jahre oder die für Babys oder die für die Kleinkinder. Außer für den Papa. Der verwendet nämlich gerne diese Zahnpasta hier. Man würde nicht denken, dass es eine Zahnpasta ist, aber es ist eine. Die heißt Iona. Medizinische Zahncreme-Konzentrat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber ich finde die richtig gut. Ich finde die nicht so ansprechend, deswegen nutze ich die auch nicht. Also ich bin ja auch so ein Typ, ich muss es auch optisch ansprechen. So schaut die aus. So eine mega, wahrscheinlich kommt da mega wenig drauf, weil es nur ein Konzentrat. Also steht ja auch. Bitte sparsam verwenden. Eine linsengroße Menge genügt. Ja, deswegen, das ist Papas Zahnpasta. Nutzt nur er. Für den Papa, weil wir schon gerade beim Papa sind, habe ich auch gleich so eine, wie heißt das, Rasierseife mitgenommen. Mein Mann nutzt ja nicht so einen, wie soll ich sagen, normalen Rasierer, sondern so einen Oldschool-Rasierer. Sind da so richtige Klingen drinnen. Und er nutzt dann auch keinen Rasierschaum mehr oder Rasiergel, sondern er nutzt dann Rasierseife und hat sich dann auch wirklich so eine Bürste gekauft. Und die Bürste macht er nass und dann wurdelt er das so herum und dann ins Gesicht. Und das, ja, er würde es cooler finden, wenn das auch in einem nachhaltigen Material links wäre. Papa ist so unser nachhaltiger Typ. Aber auf jeden Fall, deswegen nutzt er diese Rasierseife. Ja, dann habe ich auch für mich eine Pflege gekauft. Ich bin wirklich mit meinen Cremes komplett auf Null gegangen. Komplett leer gemacht. Tages- und Nachtcreme. Und ich bin da immer sehr, sehr ordentlich. Also ich schminke mich immer brav ab und habe meine 30 Steps Gesichtsreinigung, weil, ja, ich bin halt schon über 35. Fast der 40. Na, ich werde bald 37. Und für mich ist es schon wichtig, mein Gesicht zu pflegen. Früher bin ich sogar geschminkt schlafen gegangen mit so 17, aber das mache ich nicht mehr. Und mir ist es wichtig, also ich fühle mich sehr unwohl, wenn ich mein Gesicht nicht wasche oder abschminke und danach brauche ich wirklich eine gute Pflege. Und ich habe mir gedacht, ich probiere mal L'Oreal. Ich bin nicht so ein empfindlicher Typ. Ich kann eigentlich viele Cremes nutzen. Ich habe eine normale Mischhaut. Also ich habe nie wirklich Pickel gehabt. Ich habe keine trockene Haut. Deswegen habe ich da jetzt keine Probleme, Drogerieprodukte zu verwenden. Natürlich gibt es Leute, die halt eine eher Problemhaut haben, da würde ich halt eher nicht solche, ich meine, ich weiß nicht, ihr müsst einfach probieren. Ich denke mal, so probieren geht über studieren. Was ich cool finde, bei L'Oreal steht dann bei der Pflege einfach so eine Altersangabe dabei, an die man sich irgendwie so orientieren kann und deswegen habe ich die genommen und das ist halt so ein Set aus Tag und Nacht. Ich will mal kurz noch reinschauen. Jedenfalls Packaging, viel Verpackung. Auf jeden Fall. Muss ja auch transportgeschützt sein, ne? Auf jeden Fall. Schön. Also, wie gesagt, Packaging ist key bei mir. Und das ist wirklich ein schöner Potpöttich. Ja, das ist auf jeden Fall die Tagescreme und das ist die Nachtcreme. Schauen beide gleich aus, nur dass Tag und Nacht draufsteht. Für den Papa, fürs Rasieren, habe ich auch ein Aftershave genommen. Ich konnte mich echt nicht entscheiden. Ich habe mich da durchgerochen. Es gab wirklich sehr gute, riechen eigentlich alle sehr gut, finde ich, von Axe. Sagt man Axe oder Axe? Ich glaube Axe, oder? Auf jeden Fall habe ich Afrika mitgenommen. Fand ich sehr, sehr angenehm. Also ich kenne Afrika. Ich kaufe ja Axe für meine Männer. Das ist das Duschgel schon und der Patrick nutzt das ja auch. Und Afrika ist ein Duft, der riecht echt, echt gut. Und deswegen habe ich ihm das Aftershave. Wie geht das auf der Dreh? Afrika finde ich riecht sehr angenehm. Wobei Black Edition hat auch gut, Dark Temptation, alle haben sehr gut gerochen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Also wer den Live-Haul gesehen hat, weiß, ich habe mit mir gestruggelt. Letztendlich ist es an Afrika geworden. Ich finde, es riecht sehr, sehr angenehm. Bleiben wir gleich bei Axe. Ich habe für den Patrick Duschgel mitgenommen. Einmal Axe XL Skateboard and Fresh Roses. Ja, das ist ein 3-in-1 Body Face Hair Wash. Aber bitte, wer nutzt das als 3-in-1? Also mein Patrick nicht. Der hat so sein eigenes Zeug für die Haare, sein eigenes Zeug fürs Gesicht und für Körper halt das hier. Und dann habe ich hier noch Axe XL Wild Mojito and Cedarwood. Ja, ich habe gar nicht dran gerochen, muss ich ehrlich sagen, im Geschäft. Aber Axe riecht, finde ich, immer gut. Also ist egal, an welchen man schnuppert, ich finde, die riechen einfach alle sehr gut. Angenehm, super gut. Gute Wahl, habe ich gut gemacht. Also 10 Punkte für mich als Mama. Für mich und die Michelle habe ich auch Duschgel gekauft. Ich habe hier zweimal, oder? Das ist so schwierig. Drei Stück in zwei Hände ist schwierig. Auf jeden Fall habe ich hier zweimal Fahr gekauft und einmal ein Darf. Das war das letzte.
Ich bin immer der Meinung, wenn etwas so krass ausverkauft ist, dann muss es gut riechen. Und das hat wirklich sehr, sehr gut gerochen. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ja, so orientalisch ein bisschen, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich finde, da einfach ein gutes Duschgel ist. Und dann habe ich noch Fahr mitgenommen. Das riecht so gut. Ich finde, egal welche von denen. Und man, da riecht auch der Körper länger danach. Also ich mag Fahr total gerne. Es ist nicht so teuer und es riecht gut. Und man hat länger was davon. Und ich habe hier einmal Oriental Moments. Ich fand das krass, dass man es durch die Maske riechen konnte. Also das riecht sehr, sehr gut. Und das einmal Cream and Oil Kakao. Auch sehr angenehm. Für die kleinen Kiddos habe ich natürlich auch Waschseife mitgenommen. Ich nehme dann, also Luisa, Philipp und Lara nutzen alle drei das gleiche. Dann nehme ich halt so ein Babywaschgel und das ist halt sehr sensitiv und das vertragen alle gut. Und für den Baba habe ich auch Duschseife mitgenommen. Ich habe im Live-Haul schon gesagt, der Baba ist der nachhaltige Typ und habe ich ja vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, der nutzt halt gerne so feste Seife und so Zeugs halt. Und da habe ich ihm da dieses mitgenommen, also einmal von Sebamed. Das ist so eine pH-neutrale Seife, Wellness-Dusche. Und das riecht sehr, sehr gut. Das ist mit Wasserlilienextrakt, kann ich wirklich empfehlen. Sebamed hat wirklich sehr, sehr tolle Sachen. Vor allem, wenn man vielleicht ein bisschen empfindlich ist. Das ist eine gute Seife. Und die haben auch Shampoos und alles Mögliche. Und deswegen richtig cool. Und dann von Naturebox. Naturebox heißt das, gell? Die haben, glaube ich, auch Seife. Ja, Entschuldigung. Haar, Shampoo, Seife. Ja. Und aber auch Duschgel. Das ist eine sanfte, feste Duschpflege mit Avocado-Duft. Riecht jetzt also nach gar nichts, finde ich. Vielleicht müsste man es aufmachen. Und schaut mal, da steht sogar drauf, eine feste Duschpflege ist wie zwei herkömmliche Duschgelflaschen. Also das ist cool. Schaut so aus. Hier riecht sehr, sehr fein, zart. Also nicht so intensiv, aber gut. Sehr frisch. Und das kann ich auch mal zeigen, wie das ausschaut. Oh, das ist blau. Schaut mal. Mit Sebamed-Logo. Das ist auf jeden Fall mein Favorite. Und vom Preis waren die gleich. Also das ist jetzt keine teurer gewesen, waren ungefähr gleich. Und vom Gramm auch gleich, also beide 100 Gramm. In der Gesichtspflegeabteilung habe ich mir dann auch diese Vitamin C Kapseln mitgenommen. Heißen die Kapseln? Dieses Konzentrat hier, ich liebe das. Ich finde, das ist so wirklich eine optimale kleine Pflege. Einfach so, man schneidet sich das auf und tragt das auf. Und ich wusste nicht, welches ich nehmen soll. Ich habe mir gedacht, ich probiere die von dieser Maskenmarke, die kennt man, Schebens haben. Einfach so krasse Masken, immer so alle möglichen, ja, für alle möglichen Problemchen, ja, die man haben kann mit Haut, Masken, mögliche Hautschäbens einfach. Und da mal gedacht, ich nehme eins von Balea mit. Ich glaube, das hat nicht einmal 1 Euro gekostet und das hat 3 Euro gekostet. Und da sind sogar mehr drin, ne? Oder? 2, 4, 6, 7 und das sind 5. Also ja, mal gucken. Ich finde, Vitamin C ist einfach für die Haut gut, weil dann wird sie so ein bisschen gestraft. Und das Letzte, was ich verwendet habe, war von Nivea. Das waren so Ampullen. Und die haben mir gedacht, ich nehme halt mal diese kleinen Konzentratbällchen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Pflegekonzentrat hat keinen bestimmten Namen. Ich werde euch berichten, welches ich merke, ob da jetzt ein Unterschied ist. Also ich glaube, man merkt ihn vielleicht nicht sofort. Vielleicht eher, wenn man etwas langfristiger nutzt, merkt man es dann. Eventuell könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, falls euch das interessiert, dass ich darüber mal spreche oder so. Ja, so viel dazu. Ich habe mir dann auch so Augengel-Pads gekauft. Ich liebe das. Also ich mag ja so Tuchmasken auch gerne, aber ich mag besonders die man so am unteren Lid darauf gibt. Das, also gerade für mich, ich bin so, habe eher so dieser typische geschwollene Augentyp, wenn ich müde bin. Und ich finde, wenn man die dann also im Kühlschrank aufbewahrt und sich dann darauf, ist es so kühlend und so relaxend. Und dann geht auch wirklich die Schwellung zurück. Und da habe ich mir einfach einmal das hier mitgenommen. Golden Vanilla. Und dann habe ich auch hier Beauty Hyaluron Augengel Pads. Das sind 3x2 drin. Also das ist 3x2 und ich glaube, hier ist wahrscheinlich nur eins. Also zwei Stück, nein,
zwei Stück, ich vermute mal, damit wird gemeint, ja, einmal Anwendung. Ja, gehe ich mal stark davon aus. Da, schaut mal, da steht sogar, 95% der Tester haben gesagt, glatteres Hautbild. Das ist auf jeden Fall gut. Und es ist sogar parfümfrei, richtig cool. Und dann habe ich mir auch Ampullen wieder gekauft. Ich habe ja gesagt, ich habe letztens Vitamin C Ampullen genutzt von der Marke Nivea, aber ich habe jetzt mal was von Judith Williams probiert. Ich bin da schon so oft an dem Regal vorbeigegangen und war so, Packaging spricht mich nicht so unbedingt krass an, ich weiß nicht warum. Aber ich wollte unbedingt mal was ausprobieren und habe jetzt diese Anti-Aging Kollagen aktiv. 7 Tage Ampullenkurs, sofort Lifting-Effekt, aktiviert Kollagenbildung. Alles klar, bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und sie hat wirklich, ich glaube, 50 plus. Ich habe was von der 50 plus Abteilung. Also das muss dann richtig reinballern. Bin auf jeden Fall gespannt, ich werde euch berichten. Ich habe mir auch ein Make-up kaufen wollen. Ich nutze ja das Asam Beauty Magic Finish Mousse und ich bin sehr zufrieden damit, aber ich wollte mal auch was anderes, ein bisschen mal Abwechslung. Und ich glaube, dass dieses Perfect Match sehr gut ankommt. Also ihr könnt mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Welches Make-up nutzt ihr aktuell und seid super damit zufrieden oder auch nicht? Aber schreibt mal, habt ihr das und nutzt ihr das gerne? Ich habe auf jeden Fall die Farbe Vanilla genommen und ich hoffe, das passt. Und dann habe ich meinen Lieblingsconcealer, den kaufe ich immer. Diesen Löscher, Multi-Concealer. Ich war mir leider nicht mehr sicher, welche Farbe ich hatte, aber 00 wird es schon regeln. Also, das ist so cool, weil das ist so ein Applikator und dann dreht man es auf und es ist einfach super leicht zum Auftragen. Der Papa hat mich gebeten, ihm Zahnseide-Sticks zu kaufen. Der Mensch ist süchtig nach Zahnseide. Ich sag's euch, diese Zahnseide-Sticks machen mich wahnsinnig, weil die liegen überall im ganzen Haus herum. Er benutzt sie und dann hat er welche im Büro, hat er welche im Badezimmer, in der Küche. Ja, auf jeden Fall, er ist ein bisschen zahnseidesüchtig. Und ich hoffe, dass die passen, weil seine Marke, die er immer nutzt, gibt es nicht beim DM. Gibt es nur beim Bipa, das ist ein anderer Drogeriemarkt, den es bei uns in Österreich gibt. Und ich hoffe, die tun es auch, wenn nicht, habe ich ein Problem. Ja, dann habe ich meine Lieblingshandcreme gekauft. Ich bin ein Typ, immer nachdem ich meine Hände gewaschen habe, muss ich sie einschmieren. Muss ich, wirklich immer. Ich muss Geschirrspüler eingeräumt, Hände gewaschen, sofort Creme. Und ja, deswegen nutze ich immer diese Creme. Das ist meine liebste Creme, Nivea Soft. Immer wieder, kaufe ich immer wieder nach, seit Jahren. Für mich gibt es einfach keine andere. Die ist einfach die beste, deswegen Top-Empfehlung von mir, falls ihr auch eine tolle Handcreme sucht. Und ich habe ein Deo-Experiment gewagt. Also beim Deo bin ich da auch sehr, sehr happig. Ich würde das da nicht so gerade wechseln, aber ist es so ähnlich. Ich nutze nämlich immer das Nivea Black and White Invisible. Und das mit dem goldenen Deckel ist neu. Da steht Silky Smooth. Vom Geruch her ist das top, kann man nichts sagen. Wenn es alles andere verspricht, was ich sonst gerne nutze, also was ich habe, dass es halt, ich soll nicht schwitzen und es soll nicht stinken, dann mag ich es gerne. Ja, das ist so. Das nutze ich seit Jahren und ich mag es einfach total gern. Ja, kommen wir zur Babyabteilung. Ich habe dem Philipp neue Löffel gekauft. Ich habe die von Babylove genommen. Die hatten wir schon mal, aber da sind ein paar kaputt gegangen. Ein paar haben die Hunde geknabbert. Ja, kann mal passieren. Dann habe ich dem Philipp einen Trinklernbecher gekauft. Er kann schon sehr, sehr gut aus dem Glas trinken. Er ist ja ein Stillkind. Er trinkt aus der Flasche, wenn man sie mit Wasser anbietet. Er hat da kein Problem damit, aber ja, er trinkt lieber aus dem Glas, habe ich das Gefühl. Er tut das sich leichter. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme ihm so einen Becher mit, weil er möchte immer selber halten. Und das Glas, wenn er den hier macht, hat er sich erstens angeschüttet, dann weint er, dann hat er zu viel Wasser im Gesicht und das ist einfach unangenehm. Und ich kenne diese Trinkbecher schon von den anderen Kindern und die sind doch sehr praktisch. Also die können die Kinder nicht, also wenn sie sie auskippen, dann gehen die nicht leer. Also das ist ja, kann ich ausreden. Und trotzdem können sie da irgendwie sippen dran. Dann habe ich dem Philipp auch Quetschis mitgenommen von Bibi Vita. Er mag bei den Quetschis nur diese Standard, also nur dieses Apfel-Banane. Das darf nichts anderes drin sein, das findet er dann nicht so gut. Also kein Keks und keine Beeren oder so. Er hat schon von Anfang an viel lieber am Tisch mitgegessen und das gegessen, was wir essen und immer nur feste Sachen. Und bei den Quetschis ist er da so eigen. Da möchte er nur dieses Banane-Apfel und sonst nichts. Und trotzdem habe ich bei der Bibi-Essenabteilung auch ein bisschen was gekauft, also nur was zum Naschen. Pudding, Schoko und einen Grießbrei, Vanillebrei. Der ist ab 10 Monaten, der ist ab 1 Jahr und der Philipp ist ja seit neuestem jetzt 1, deswegen kann er den auch jetzt nehmen. Ich habe mir auch so Nahrungsergänzungsmittel gekauft. Ich finde es ja so mega cool, dass es beim DM so eine mega große Auswahl gibt. Und aktuell habe ich so ein bisschen Vitamin D
K3-Mangel und K2. Und deswegen nehme ich das zusammen. Das ist auch sehr gut für meine Schilddrüse. Und ich nehme dann auch immer diese Zinktabletten von dort und Selen und so weiter. Ich habe da was Cooles gefunden. Und zwar Seifenpads. Kannte ich nicht. Fand ich spannend. Auf jeden Fall. Puh. Sehr konzentriert nach so Seife. So schauen die aus. Das ist einfach so ein Pad mit voll konzentriert mit Seife und man kann damit mehrere Sachen reinigen. Also da steht zum Beispiel Auflaufformen, sogar Kalkablagerung von Armaturen. Da haben wir immer Probleme damit, weil wir haben ein sehr hartes Wasser hier in Niederösterreich. Man kann damit stark verschmutzte Töpfe, Pfannen und alles Mögliche reinigen. Dann habe ich mir auch einen Schmutzradierer gekauft von der Eigenmarke vom DM, Profissimo. Das sind 6 Stück drinnen und ja, wir kennen alle Kinder. Die Kinder malen gerne auf Sachen. Dann habe ich mir auch mal so ein Tuch gegönnt. Kennt ihr das? Das ist so ein Tuch, so ein Fensterglas-Spiegelputztuch aus Mikrofaser, wo man angeblich kein Chemie dazu braucht. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Das ist fürs Fenster. Man kann damit Spiegel, Glas, Autoscheiben, Fenster, Chrom, Edelstahl. Also ich habe mir auch solche Desinfektionstücher gekauft. Ich putze ja nicht wirklich mit Feuchttüchern, aber das ist so ab und zu mal so, wenn man im Klo war oder so, dass man kurz so mit einem Tuch mal drüber oder danach nachwischt. Ich habe auch ein Desinfektionsspray im Badezimmer für die Toilette und so, aber vielleicht braucht man das mal so auf die Schnelle. Und was ich richtig cool fand, dieses Dogol-Bad. Ich kenne ja Dogol nur, wir haben das als Entkalkungsmittel. Wir nutzen das um alles mögliche, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Armaturen, das nutze ich dann, das schütte ich einfach drüber und dann wirklich krass, wie es verschwindet, der Kalk. Und deswegen habe ich mir gedacht, recht praktisch, dass es einen direkten Badreiniger von Dogol gibt, ist sicher gut. Also ich glaube, das ist sicher gut, weil Dogol ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, das war's. Oh mein Gott, das war's. Das war's nicht. Ich habe euch das Teuerste noch nicht gezeigt. Und ich bin gespannt, was der Papa sagt, wenn er das sieht, weil das hat 40 Euro gekostet. Aber das hat mich optisch einfach so angesprochen. Und zwar dieses Bona-Wisch-Ding. Das ist so ein Mob, schaut mal. Also eine Stange mit so einer Flasche, das ist da alles dabei. Das ist schon fix fertig angerührt. Und das ist für Hartböden. Ich habe das genommen. Es gab 2 Arten. Es gab einmal Hartböden und einmal Parkett, also Holzböden. Also richtige Holzböden. Wir haben ja keinen Naturboden, wir haben ja nur Fliesen. Also wir haben Granit, also Stein, Fliesen im Badezimmer und Laminat im ganzen Haus. Deswegen habe ich das jetzt mitgenommen. Okay, da ist jetzt auf jeden Fall nur ein Tuch dabei. Bis zu 500 Mal waschbar. Und das kann man auch extra beim DM nachkaufen. Das heißt, man kann entweder nur das kaufen oder nur das. Richtig cool. Und ich habe mir gedacht, einfach die Hunde jetzt in dieser Zeit, wo es regnet, gatschig ist, Schnee. Und die Hunde kommen dann mit ihren nassen Pfötchen tup, überall rein. Das macht einen wahnsinnig. Und ich habe mir gedacht, so viel schnelle durchwischen, ist es doch ideal. Ja, mein Lieben, und das war es jetzt wirklich mit meinem DM-Haul. 260 Euro habe ich für das Ganze hier ausgegeben. Ich hoffe, dass ich jetzt lange damit auskomme und nicht so bald wieder los muss, sonst bin ich ein Kopf kürzer. Nein, Spaß beiseite. Alles Sachen, die man wirklich braucht, oder? Was sagt ihr? Habe ich irgendein Blödsinn gekauft? Nee, oder? Brauche ich doch alles. Ja, weiß nicht, was die Männer immer haben. Ja, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bye!